Hallihallo und herzlich willkommen zu einem neuen Projekt. Wir spielen The Secret of Monkey Island. Das HD-Remake. Für diejenigen, die es nicht kennen, Monkey Island ist ein Point-and-Click-Adventure. Und ein Klassiker, von dem ich mir mehrmals habe sagen lassen, ich muss ihn unbedingt mal spielen. Deswegen habe ich gesagt, komm, hol die Reihe mal nach. Ich habe dieses Spiel bereits privat angefangen, habe quasi das erste Kapitel durchgespielt und mir dann gedacht, eigentlich wäre das auch ein gutes Let's Play. Für so ein Adventure ist es jetzt ziemlich blöd, wenn man es schon kennt. Deswegen denke ich, dass ich jetzt auch durch den ersten Teil recht schnell durchkomme. Aber wie gesagt, ich habe wirklich erst das erste Kapitel von diesem Teil hier. Oder die ersten beiden Kapitel. Nee, ich glaube nur das erste Kapitel. Oder doch die ersten. Ich weiß es nicht. Habe ich halt durchgespielt. Den Rest kenne ich noch nicht. Ich werde sagen, ab welcher Stelle das Spiel neu zu mir ist. Und ab da, denke ich, wird das Display auch ein bisschen interessanter. Aber jetzt würde ich sagen, steigen wir erstmal ins Spiel ein. Entschuldigung, ich muss gerade niesen und habe deswegen mich gemeldet und das hat mich irgendwie hier rausgeschmissen. Okay, geht einfach weiter. Tun wir so, als wäre nichts passiert. Das nächste Mal müde ich mich nicht mehr, wenn ich niesen muss. Die Musik ist übrigens definitiv eine der Stärken des Spiels. Hi, my name's Guybrush Threepwood and I want to be a pirate. Yikes! Don't sneak up on me like that. I'm over this way. Ah, well then, Thriftweed. Threepwood. Guybrush Threepwood. I see. So. You want to be a pirate, eh? You look more like a flooring inspector. But if you're serious about pirating, go talk to the pirate leaders. You'll find them in the scum bar. Gosh, thanks. I'll do that. Bye now. I'm off to seek my fortune. Good luck! Where did you say those pirate leaders were? The scum bar. Right. Thanks. Part 1. The Three Trials. Und Part 1 habe ich durchgespielt. Und ich glaube, ich habe mit Part 2 angefangen, aber den noch nicht komplett durchgespielt. Und damit willkommen im eigentlichen Spiel. Das Gameplay sieht halt, für die, die den Point-and-Click-Adventure nicht kennen. Ich laufe durch die Gegend, finde nach und nach Items, mit denen ich dann irgendwie interagieren kann. Hab verschiedene Aktionen. Ich muss gerade mal kurz alle Tasten einmal drücken, um zu wissen, was ich alles machen kann. Genau, ich kann T wie Talk, U wie Use, I wie Inventar, O wie Open, P wie Pickup, Look at, G ist Hinweis, okay, oder H, H wie Hint, alles klar. Give, Push, Pull, Close,
Auf V habe ich generell alle Aktionen, die ich machen kann. Okay. Lustige Sache auch, das ist jetzt ja quasi die Special Edition, also ein Remake. Wenn ich so drücke, bekomme ich die Grafik vom Original. Denke ich aber, ist jetzt hier für das Let's Play ein bisschen blöd, deswegen lasse ich es so. Re-elect Governor Marley. When there's only one candidate, there's only one choice. Okay. Und dann gehen wir jetzt. Hui. Ab in die Scamba. Ach ja, eine Sache noch. Ich kann auch Rechtsklick drücken, damit mache ich dann immer die Aktion, die unten rechts steht, bei. Macht das Spiel einem freundlicherweise, wenn es sagt, ja, hier kannst du jetzt mehr machen als nur hinlaufen, dass man das dann direkt so sieht. Ahoy there, Stranger. New in town? Are you a pirate? Can I be on your crew? Well, I am a pirate, but alas, I'm not a captain. You should go talk to the important-looking pirates in the next room. They're pretty much in charge around here. They can tell you where to go and what to do. My name's Guybrush Threepwood. Ich hoffe, es stört niemanden, das fährt, dass das Play ein bisschen in die Länge zieht, aber ich möchte mit jedem einzelnen reden halt. That's the stupidest name I've ever heard. Well, what's your name? My name is Mancomb Seepgood. Where can I find the governor? Governor Marley. Her mansion is on the other side of town. But pirates aren't as welcome around her place as they used to be. Why not? Well, the last time she had a pirate over for dinner, he fell in love with her. It's made things rather uncomfortable for everybody. Who's this pirate? It was none other than the fearsome pirate LeChuck. Well, there's a whole big story about what happened next, but I don't believe a word of it. Esteban over there at the other table might tell you about it. He takes the whole thing seriously. Very seriously. Uh-oh, looks like my grog is going flat, so you'll have to excuse me. Nice talking to you. Have fun on Melee Island. Ja, ich kann hier halt wirklich auch mit allen reden. What are you looking at me for? I'd like to introduce myself. My name's Guybrush. Yeah? So what? Can you tell me the story about this LeChuck guy? LeChuck? He is the guy that went to the governor's for dinner and never wanted to leave. He fell for her in a big way, but she told him to drop dead. So he did, and then things really got ugly. How did things get ugly? LeChuck was a fearsome pirate. He tried to impress the governor by sailing off to find the secret of Monkey Island. But a mysterious storm came up and sank his ship, leaving no survivors. We thought that that was the end of the fearsome pirate, LeChuck. We were wrong. What happened then? He still sails the waters between here and Monkey Island. His ghost ship is an unholy terror upon the sea. That is why we are all in here and not out pirating. Ich werde die Folge übrigens 10 Minuten länger machen als Entschuldigung für das ganze Gerede hier am Anfang, aber ich denke, das ist wirklich noch langweiliger als der Rest des Spiels. There was a horrible accident. Drinking and darts don't mix. What happened to your eye? Well, I was putting in my contact lens when... Hey, wait a second. That is none of your business. Where can I get a drink? A drink? You could wait for the cook to notice you. But that could take all day.
Just find a mug and sneak into the kitchen. That is what we all do. Look, this whole LeChuck thing has me pretty shaken up. So, if you don't mind. Okay. Dann kann ich noch mit denen da reden. I don't think it's wise to wake a sleeping pirate. Okay. Ach, mit dem kann ich noch reden. Oi. Tie yourself. Oi. Nice hat. Oi. So, tell me about Loon. You mean the latest masterpiece of fantasy storytelling from Lucasfilm's Brian Moriarty? Why, it's an extraordinary adventure with an interface of magic. Stunning high-resolution 3D landscapes, sophisticated score and musical effects, not to mention the detailed animation and special effects, elegant point-and-click control of characters, objects and magic spells. Ich hab noch nie von dem Spiel gehört. Beat the rush! Go out and buy Loon today! Jeez, what an obvious sales pitch. Sorry, but on some topics I just get carried away. Tja, so kann man auch Schleichwerbung für seine Spiele einbauen. Oi. Dann kann ich noch mit dem Hund reden. Woof. Alles klar, dann gehen wir jetzt mal hier in den hinteren Bereich und reden nun endlich mit den important-looking Pirates. What be ye wanting, boy? I wanna be a pirate. So what? Why bother us? Hey, don't forget we're short on help because of this whole LeChuck thing. So? So, no pirates means no swag, and no swag means no grog, and we're getting dangerously low on grog. Do you have any special skills? I can hold my breath for 10 minutes. Well, all right, but you don't become a pirate just by asking. You'll have to go through the three trials. What three trials are those? There are three trials every pirate must pass. You must master the sword. And the art of thievery. And the quest. The what? Treasure hunting, you sea urchin. Right. You must prove yourself in each of these three areas. Swordplay, thievery, and a treasure huntery. Then return with proof that you've done it. And then you must drink grog with us. Grog! Tell me more about mastering the sword. First, get here your sword. You must seek out and defeat the sword master. Someone in town can probably direct you. Oh! You want to find somebody to train you first. Imagine trying to take on the sword master without any training. Tell me again about mastering the sword. Okay, hat's gerade schon. Kann ich noch überspringen? First, get here your sword. Nope. You must seek out and defeat the sword master. Sorry. Someone in town can probably direct you. And get yourself trained first. Wie gesagt, diese Bar ist quasi
Exposition und kurze Hinweise, was man jetzt halt machen muss. Und ich möchte halt mit allen einmal geredet haben. The governor keeps the idol of many hands in a display case in the mansion outside the town. You'll have to get past the guards, naturally. The tricky part will be getting past the dogs outside. Hey, they're particularly vicious. They might be able to drug him or something. Tell me more about treasure hunting. Legend has it that there's a treasure buried here on the island. All you must do is find the legendary lost treasure of Melee Island and bring it back here. Should I have a map or something? Well, you can hardly expect to find a treasure without a map. And don't forget, X marks the spot! You're a bunch of foul-smelling, grog-swilling pigs. To be a pirate, you must also be a foul-smelling, grog-swilling pig. What's in that grog stuff anyway? Grog is a secret mixture which contains one or more of the following. Kerosene. Propylene glycol. Artificial sweeteners. Sulfuric acid. Rum. Acetone. Red dye number two. Scum. Axle grease. Battery acid. And or pepperoni. As you can probably imagine, it's one of the most caustic, volatile substances known to man. The stuff eats right through these mugs, and the cook is losing a fortune replacing them. I'll just be running along now. Nope. Leave us to our grog. Come back later and tell us how you're doing. Das ist es dann jetzt auch erstmal mit der Scamba. Jetzt schauen wir uns draußen endlich mal ein bisschen um. Meanwhile, deep beneath Monkey Island, the ghost pirate LeChuck's ship lies anchored in a river of lava. There's nothing like the hot winds of hell blowing in your face. No, sir. Nothing like it. sir, I... It's days like this that make you glad to be dead. Oh, yes, sir. Glad to be dead. You are glad to be dead, right? Oh, yes, sir. I feel so lucky that you happened to capture my ship, then murdered me and everyone on board. Yes, yes, sir. Lucky. Glad to hear it. Now, what was it you disturbed me for? Yes, sir. Well, you see, we might have a problem on Melee Island. Problem? What possible problem could there be? I've got those sissy pirates so scared of the sea, they're afraid to take a bath. Well, there seems to be a new pirate in town. Actually, he's a pirate wannabe. Young, inexperienced, probably nothing to worry about. Don't know why I bothered you with it. I'll have him taken care of myself. Wait! I'll handle this personally. My plans are too important to be messed up by amateurs. Yes, sir. So, damit haben wir jetzt auch erfahren, was die Bösen machen. Und ich habe tatsächlich aus dem Spiel rausgeklickt. Sorry. Ich glaube, ich spiele das Spiel lieber im Vollscreen. Dann habe ich nicht so ein Problem. Excuse me, but do you have a cousin named Sven? No, I don't. Never mind. Good night. Excuse me, but do... Oh, it's only you again.
Could you tell me that code again? Shh! Pipe down, will you? That ugly sheriff might be around here. Now then, let's talk business. You want to buy a map to the legendary lost treasure of Melee Island? Oh, das wäre nett. Den habe ich gesucht. Only one in existence. Rare. Very rare. Only 100 pieces of 8. No thanks. I don't have enough money. Well then, buzz off, kid. It's bad for business. Tja, dann schauen wir uns mal hier hinten weiter um. Hey, nice rat. Do you like rats? Yes, I love rats. They're very intelligent creatures. More intelligent than him. Why, there's a story around these parts that a bunch of rats actually crewed a ship here from fabled Monkey Island. No, that's not right. It was actually a group of monkeys. That's difficult to believe. Yes, but it's true. When they arrived, they sold the ship for a pretty penny. Only time I've seen anyone get the better of old Stan in a deal. I thought it was rats. Do you guys know the sneaky-looking man on the opposite corner? Wanna buy a map, eh? Our maps are top quality. Not like the birdcage liners you get from that clown across the street. Okay, jetzt heißt es entscheiden, bei wem wir uns die Maps kaufen. No, just kidding. These are actually copies of the minutes of the last meeting of the Melee Island PTA. Can't even give them away. Want one? No, but I'll take one if you give me 2 pieces of 8. Okay, that's fair. Und damit haben wir schon mal 2 hey, you guys pirates? Goldmünzen verdient. Oder pieces of no, 8. No, we're a wandering circus troupe. But this rat scared away the elephant. Shut up! Of course we're pirates. You can't buy clothes like these off the rack. What do you want? How come you're on this street corner and not on a ship, looting, pillaging, sacking, that sort of thing? Well, pirating hasn't been panning out so well for us. There are some unnaturally talented pirates in the area right now. Ja, ich hab ihn gesehen. Operating out of Monkey Island. So we've been pursuing alternate means of self-support. We're trying to start up a circus. It was working out well, until the rats scared off the elephant. Aww. Das tut mir leid. Now you've depressed us. Go home. Na gut. Ye old rubber chicken with a pulley in the middle shop. Serving your rubber chicken with a pulley in the middle needs for over 50 years. Okay. Eine Sache, die ich auch herausgefunden habe. Die Türen hier sind Teleporter. Ja, das, wie gesagt, ist halt ein recht dialoggesteuertes Spiel. Ich hoffe mal, dass das nicht zu langweilig ist fürs Zuschauen. Wie gesagt, den aktuellen Teil kenne ich auch schon, deswegen gebe ich halt recht wenig Kommentare zu ab. Tut mir leid dafür. Hier können wir noch reingehen. A rubber chicken with a pulley in the middle. What possible use could that have? Das nehmen wir auf jeden Fall schon mal. It's just this one thing. Oh, ich kann no nicht das nehmen. I'd rather not touch any of this creepy voodoo stuff. Poor little thing. Gleich ist gut dafür. I'd rather not touch any of this creepy voodoo stuff. I think I hear slithering inside. Ich überlege gerade, ob man hier sonst noch irgendwas mitnehmen konnte. No thanks. I'd rather not touch any of this creepy voodoo stuff. Ich glaube nicht. Was man aber machen konnte, ist hier hingehen und mit ihr what reden. What may I help you with, son?
Wait. Don't say anything. I can sense your name is Guybrush. Guybrush Nosehair. No. Threepwood. Guybrush Threepwood. Am I not right? Wow, that was amazing. Do you know any other tricks? I do not deal in tricks. What I know is the truth. Ah, I sense the guilt of stealing my chicken grows. Take it. It's yours. Ah, oh, danke. Why don't you want it? Is it jinxed with an ancient voodoo curse? No. The pulley squeaks. So, my mind-reading skills tell me it is your future you are interested in. Are you certain this is something you really wish to know? No. No, don't tell me a thing. Life should be unexpected and exciting. Suit yourself. Okay, changed was your mind, I see. I am getting a vision. Ooh. I see you taking a voyage, a long voyage. I see you captaining a ship. Yeah. I see. What? See what? I see a giant monkey. Yikes. I see you inside the giant monkey. Gross. Wait. It's all becoming clear. Your journey will have many parts. You will see things better left unseen. You will hear things better left unheard. You will learn things better left unlearned. What kind of things? I hate surprises. No. The time is not right to know. When you know your purpose, come see me. I will let you know then. Yep. Und yikes. Sie ist jetzt auch erstmal weg bis zum Ende des Parts. Ach, ich glaube, ich erkunde noch die Stadt diese Folge zu Ende. Ich meine, das kann ich jetzt wenigstens noch machen. Hello? Anybody in here? Hello? You know, bad things could happen to a person in a dark, deserted alley like this one. And at this time of night, nobody would be around to see it. Did you hear something back in here too? No? I'd better get your name. I'm Guybrush Threepwood, and I'm a mighty pirate. Listen, Peepwood. Threepwood. Guybrush Threepwood. Well, whatever your name is, listen. I'm the sheriff around here. Sheriff Fester Shinetop. Take it from me. This is a bad time to be visiting Melee Island. A very bad time. My advice to you is to find somewhere else to take your vacation. Somewhere safer. Okay. Boy, I feel much better knowing there's an officer of the law around. Definitiv, was alle Sheriffs denken. Moment. Employees only. Employees only. Okay. Kann ich da irgendwo rein? Nein? Okay, dann geht's zurück da lang. Hui. So, dann schauen wir uns noch da drin um. Ring bell for service. Slashmaster. When you want a sword as sharp as your wit. Yep. Die Schaufel und das Schwert müssen wir uns später kaufen. Digmaster. The only shovel for serious treasure hunting enthusiasts. Ja, eine Sache, die mir gerade mal so einfällt. Wir haben jetzt wirklich 2 Pieces of 8 und Open Minutes. It doesn't seem to open. Okay. Ach nee, Moment. Ich hatte auf
Open gedrückt gehabt. There sure are a lot of spelling errors. So, dann benutzen wir mal die. It never fails. I step away from the counter for 2 seconds and some idiot's already ringing that stupid bell. What do you want? I'm looking for the Swordmaster of Melee Island. The Swordmaster of Melee Island? Now, I don't know. See, nobody knows the whereabouts of her secret hideout. Nobody except me. I'd have to go and ask her if it's okay to show you the way. I guess I could hike all the way over there. Once. Be right back. Jo. Bis dann. And don't touch anything! Nein, 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 nein. Ja, die, über den finden wir später den Treasure, den Swordmaster of Melee Island. Da komme ich aber später darauf zu sprechen, weil erstmal nehmen wir uns jetzt die beiden Sachen und verschwinden damit, denn ohne eine Schaufel kann man den Schatz nicht heben. Und ohne ein Schwert können wir nicht den Schwertmeister bekämpfen. Looking for a sword master, are ya? Looking for a little five-finger discount, it looks like to me. See if I ever trust you again, devious little shoplifting weasel boy. Wo auch immer er jetzt herkam. Maybe you'd like to pay for those. So, jetzt schauen wir uns doch mal an, wie teuer die Sachen sind. About this sword. Yeah, what about it? How much is it? That's 100 pieces of 8. 100 Take it or leave it. Ich habe 2. I don't have enough money. Figures. Now how else do you want to waste my time? About this shovel. Yeah, what about it? How much is it? Oh, another would-be treasure hunter, eh? That'll cost you 75 pieces of 8. Also auch 175 Münzen. 75 pieces of 8? Und nochmal 100 für die Karte, also 275 Münzen insgesamt. Ja. Haben wir aktuell nicht. Is there something here that maybe you can afford? Nope. I think I'd just like to browse. Erstmal nicht. Okay, but don't put your lips on anything. Nö. Dann gehen wir jetzt da lang und schauen in die Kirche rein. In dieser Folge sage ich halt erstmal, schaue ich nur überall vorbei, bevor ich das irgendwelche Rätsel löse. Und hier draußen gibt es übrigens nichts. Hier drin gibt es übrigens wirklich nichts bis jetzt. Dann schauen wir noch ins Gefängnis. Wie gesagt, den ersten Teil des Spiels kenne ich schon, deswegen ist es ein bisschen blöd, aber hey. It's locked. Gotta get me out of here! I'm a victim of society! Not to mention halitosis. Ugh. Hey, it's hard to keep my breath minty fresh when there's nothing to eat in here but rats. It's locked! Yeah. Talk to Death Breath? No thanks. Okay. Dann gehen wir wieder raus. Dann gehen wir noch hier lang. Und da oben gibt es dann das Idol of Many Hands. I don't see anything special about it. Achso, ja, weil ich jetzt gehen wir mal vorsichtig an den Hunden vorbei. I don't think I can get past them. Nope. Kann ich mit denen reden? Woof. Nope. Ja, ich habe schon wieder aus dem Spiel geklickt. So, in dieser Richtung haben wir jetzt alles erkundet, aber trotzdem gibt es noch ein paar Sachen, die ich euch zeigen möchte, ehe ich die Folge beende. Ich mache diesen Part jetzt richtig lang. Einmal, damit ich halt die ganzen Sachen gezeigt habe, die nächsten Folgen ein bisschen kürzer halten kann und dann möglichst schnell in den Teil des Spiels komme, den ich noch nicht kenne, weil ich denke, der wird auch im Let's Play deutlich interessanter sein. Nimmt diesen Part hier einfach als pure Exposition. 10 o'clock.
Yep. Naja, hallo Papagei. So. Es gibt nämlich noch hier drin etwas zum Zeigen. Wenn man nicht aus dem Spiel klickt. Jetzt muss man hier ein bisschen warten, leider. Gozi. Na, also, wir können halt auch noch da reingehen, aber... Hey, you can't come back here. Tja. Es gibt hier doch einen ganz einfachen Trick. Wir warten jetzt hier ein bisschen. Und der Koch kommt raus. Und jetzt können wir hier rein. Und hier gibt es das Fass. I think it's full of that foul stuff pirates drink. It's some sort of meat or meat-like substance. Das nehmen wir auch mit. Den Topf nehmen wir mit. Someone cooked a head cheese in this. It's boiling hot. Yep. Open. Und hier. I think that bird will peck my hand off. So. Eine Sache zeige ich jetzt. Da habe ich Ewigkeiten gebraucht, um das herauszufinden. Ich habe alles Mögliche auf das Ding benutzt, damit ich herankomme. Wisst ihr, was man machen muss? Man muss nach hier hinlaufen. Dann fliegt die hoch. Und da muss man quasi direkt anschließend dahin laufen und das Ding mitnehmen. I think that bird will peck my hand off. Das ist einfach so bescheuert. Wer kommt auf die Idee? Tja, jetzt haben wir das Teil. Müssen wir später nicht mehr holen. So. Und dann geht's jetzt hier entlang. Und da entlang. Und da hoch. Mit dem können wir nämlich auch noch reden. Do you ever wonder if we're all just characters in a novel? Yikes! Oh, you almost scared me to death! I thought you were a... Oh, never mind. What did you say your name was again? I'm over this way. Huh? Oh. I'm Guybrush Threepwood. I came to Melee Island because I want to be a pirate. Well, you picked the right place for it. Though perhaps the wrong time. Not to mention the wrong name. You have the silliest name I've heard in a long time. Who are you? I'm the lookout of Melee Island. I watch the ocean for approaching storms and ships and report them directly to the governor. She doesn't like unexpected visitors, especially not now. Why is the governor worried about unexpected visitors? Actually, it's the expected visitors we're worried about. One pirate captain in particular. A dead one, but that doesn't make him any less dangerous. How did you get to be the lookout when you're obviously blind as a bat? Watch your tongue! I was handpicked by Sheriff Shinetop! I'll just be off to seek my fortune now. Yep. Good luck! Und damit beende ich jetzt diese Folge. Wir haben uns noch nicht alles angesehen, aber den Rest schauen wir uns in der nächsten Folge an. Bis dahin.